brauchen das Shuttle. Er sollte auf unserer Seite bleiben. Jedenfalls vorerst. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 1. Ja, ob der Kain auf unserer Seite ist, bin ich mir nicht sicher. Der scheint auch schon ein bisschen verrückt zu sein. Aber das werden wir ja gleich erfahren. Runter zum Marker. Also eher gesagt zum Monorail wieder. Ah, hab ich hier was übersehen. Ihre Zeit ist gekommen. Fürchten Sie sich nicht. Es besteht kein Grund, sich zu wehren. Viele sind schon vor uns gegangen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir die Reise gemeinsam antreten, den Tod überwinden und die Zukunft ihren Kurs nehmen lassen. Kommen Sie mit mir und erblicken Sie das Angesicht Gottes. Ui. Da hat er sich selbst geopfert. Für sein Glauben. Das heißt, ich werde ihm jetzt als Monster sehr wahrscheinlich begegnen. So, bevor wir rausgehen, jetzt ist diese Tür ja hier auf. Sehr gut, da stand er eben hinter und hat gequatscht. Hier war doch irgendwo ein Shop, genau. Anzug Level 5, aber wir werden nicht genug Kohle dafür haben. So. Stase nehmen wir beide mit. Plasma-Energie. Was kostet der? 60.000. Shit. Klingt ein bisschen davon. Checken wir gerade mal. Den können wir benutzen. Den müssen wir benutzen. Ja. Und da haben wir gar keine Muni für. Das geht gar nicht. Müssen wir auf jeden Fall welche kaufen. So, immerhin 6 Schuss.
Kapitel beendet. Abgeschlossen. Kapitel 10, das Ende aller Tage. Kapitel 11. 11. Alternative Lösungen. Flight Deck. Mr. Clark, ich nähere mich jetzt dem Shuttle-Hangar. Sie müssen irgendwie zur Frachtbucht kommen. Der Marker, er wird dort drinnen aufbewahrt. Es gibt dort einen Frachtkran, mit dem Sie den Marker zum Hangar heben können. Bitte, Sie müssen mir dabei helfen. Das ist der einzige Weg. No problemo. Zur Fluglounge. Okay, können wir noch nicht hin. Monorail. Oh, das hört sich nicht gut an. Wenigstens haben wir Stase, das ist schon mal gut. Cool gemacht. Wer ist da? Okay, da hinten sehe ich schon jede Menge Gegner. Die sich langsam hier rüber bewegen. Schön lange Wege, das ist schon mal sehr gut. Haben wir jetzt ein bisschen Sicherheit. So, nochmal Waffencheck, wo ich wie viel hab. Eine Nachlademuni für die Strahlen, okay.
Da ist der Marker. Frachtlieferung 782 schon gemacht, wird ausgeliefert. Für weiteren Frachttransport wird Chinesenmodul benötigt. Oh. Gott, hinter mir ist auch einer. Ist überall. Ah, weg hier. Fuck. Ach du Scheiße. Eieiei. Okay, da habe ich auf jeden Fall gut Muni mitgespart. Frachtlieferung 782 wird an Hangarbucht ausgeliefert. Yeah, Mission accomplished. Der Lastenaufzug. Der Marker ist im Hangar. Sie können ihn jetzt im Shuttle verladen. Beeilung! Boah, da schießt schon irgendjemand. Schnell mal hoch, die bekämpfe ich gar nicht erstmal. Der Munitionsmangel. Durch die Türen kann ich überall nicht durch. Werkstatt, okay. Ich habe die Stromzufuhr zum Aufzug wiederhergestellt. Bring ihn zum Hangar und schaff den Marker an Bord des Shuttles. Ich gehe gleich hoch zum Flight Deck. Oh Gott. Ich renne lieber. Drück mir die Daumen. Ganz doll drück. So. Ja, die behalten wir auf jeden Fall.
Strahlenmuni, auch wenn sie teuer ist. Aber die kann ich ja immer gebrauchen. Ach ja, da lang. Genau. Aufzug funktioniert wieder, hat sie ja gesagt. Okay, ein großes haben wir. So, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.